Also, heute fangen wir mit dem Boogie an. Und zwar habe ich einen aufgeschrieben, wo ich mein erster Boogie, den ich gelernt habe, den habe ich jetzt aufgeschrieben. Die Note habe ich nicht gefunden, weil ich keine Ahnung, wie er heisst. Also habe ich ihn aufgeschrieben. Okay? Das hat er geschickt mit dem Finger, oder? Die linke Hand. Und die rechte Hand. Aber jetzt, jetzt schauen wir das mal an. Was ich geschrieben habe, da tönt ja so, oder? Also das wäre eigentlich da. Die drei. Das ist das, oder? Und so weiter. Das ist immer das Gleiche, die ersten vier Noten. Überall das Gleiche, alles das Gleiche, überall. Außer da hat es ein Achti drunter. Das heisst, man spielt es eine Oktave tiefer, okay? Also obwohl ich es da geschrieben habe, spielen wir es eigentlich da, okay? Da, wo es C ist, ist das mittlere C. Es ist zwei weiter unten. Und zwar habe ich das so geschrieben, damit es da unten nicht jenste Linien und Striche und alles hat. Also fangen wir da unten an, oder? So. Und da geht es jetzt darum, dass wir das Pattern unabhängig... Also was wir da lernen, vor allem, ist die linke Hand von der rechten Hand unabhängig. Also fangen wir da links an. Und dann steht aber auch noch Swing. Also zuerst lernst du jetzt mal das. 1, 5, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2. Aber am Schluss tönt es dann so. Wenn ich mir jetzt da einen Groove gebe, dann tönt es da so. 1, 2, 3, 4. Und so weiter, oder? Mit dem fangen wir jetzt mal an. Dann die Melodie. Die Melodie nachher tönt dann so. Oder warte, jetzt probieren wir mal. Endlich kannst du mich schnell filmen. Filmst du schnell die Tasten filmen. Okay. Das geht nachher so mit mir beide Hände. Ich brauche beide Hände. So, also, und dann geht das so. Okay, danke vielmals. Das sind die ersten 1, 2, 3, 4. Danke, vier Takte. Die tönen so, okay? Aber zuerst musst du jetzt einfach mal anfangen, die unabhängig, oder? Wie ein Ross, das reitet. Taka, 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 taka. Das ist das Wing. Wenn ich das genau so aufschreibe im Takt, dann wäre es da voll mit Triolen und 32. Noten und ein hoher Puff und das macht niemand. Wenn da das Wing steht, dann weiss, dann geht man davon aus, dass es so tönt. Bum, ba, dum, ba, dum. Statt. Okay, das ist ja kein Boogie, das ist ja langweilig. Okay, mit dem fangen wir mal an. Mit dem Stückchen, das ist gut. Da muss ich dann mal von dir eine Aufnahme haben. Ich will mal hören, wie weit das kommt. Ständchen, da hast du Grösse Wanne bekommen. Mit dem warten wir noch ein paar Jahre. Da bin ich schon seit 3 Tagen rumküchlen an dem Keim. Und was dir auch noch schicken, sind dann die Fingerübungen. Das sieht viel schwieriger aus, als es ist. Man darf sich da nicht, gell, darfst dich nicht intimidieren lassen mit denen, da hat es einfach ein bisschen viel Tinte. Das ist kein Problem, das erkläre ich noch, aber die Übungen, linke und rechte Hand gleichzeitig, die helfen ungemein und die tönen auch nicht mühsam, okay? Also das schickt er noch und dann, da gibt es eine eigene Erklärung, aber jetzt fangst du mal mit dem an, okay? Und dann schauen wir weiter, alright?